Hallo. Gestern habe ich geträumt. Ich habe geträumt, dass ich eine Blumenwiese entlang schlenge und ich habe ein Liedchen gesungen und die Blume angeguckt. Und a Blum hat mir so zugezwinkert. Und ich bin direkt mal hingegangen und habe mir die Margerite angeguckt und habe Hallo gesagt. Und da sehe ich, dass bei ihrem Lächeln der eine Zahn braun ist. Und ich beug mich runter, um den Zahn zu betrachten. Und auf einmal verschlingt mich die Margerite und ich fall runter in der schwarze Schlund. Und ich sehe nichts mehr als schwarze Schwärze. Und ich fall, fall, fall. Und auf einmal höre ich eure Klospülung. Und ich guck nach oben. Und über mir steht ein riesiger Hinnen. Und der wendet sich. Und plötzlich sitze ich auf dem Klo. Und ich gucke so aus dem Fenster, nun auf die Straße. Und dort geschieht Sonderbares. Nackte Leute reiben sich mit Kürbiskonfitüre. Auf dem Kopf haben sie spitze Hüte mit Käsequaste. Und auf einmal hab ich einen feuchten Finger im Ohr. Das ist die Mama. Und ich frag die Mama, warum hast du da nichts an? Wir sind doch hier nicht am FKK-Strand. Und auf einmal sind wir am FKK-Strand. Und die nackte Mama steht immer noch da. Und ich halt mir mal Hände vor die Augen. Und die Augen sind durchsichtig. Und ich sehe die Mama immer noch. Und die Mama verwandelt sich in eine riesige Schüssel Fischsupp. Und auf der Fischsuppe, da sind so Ring. Und von hinter mir, da kommt ein Geräusch, so ein dumpfes Umf, Umf, Umf. Und auf der Schüssel, da sind wieder so Ring wie in dem Film von Jurassic Park. Und ich drehe mich um und was sehe ich? Ein Tyrannosaurus Rex schleicht sich an. Mein einziger Ausweg ist die Flucht durch die Fischsuppe. In meiner Angst springe ich in die Fischsuppenschüssel und erwach in meinem Bett. Es war alles nur ein Traum. Da entdecke ich die Kürbiskonfitüre auf dem Nachttisch und stell fest, ich träume immer noch. Ich bin in einem Traum aus einem Traum erwacht, wie bei Inception Traum Level 2. Vor Schreck falle ich aus dem Bett und erwach. Als riesige Käfer. Inception Traum Level 3. Ich krabbel zur Tür und stolper über meine Bar und erwach. Hier. Hello. Yesterday I had a dream. I dreamed that I was walking in a flowery meadow. And I'm strolling along and singing a song and looking at the flowers. And one flower was winking at me. And I went a little closer and said hello to the daisy. And then I see when she's smiling, there's one tooth is a little brown. And I bend over down to look at the tooth a little closer, and all of a sudden, this daisy swallows me, and I fall down into her black throat, and I see nothing but black blackness, and I fall, 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 and all of a sudden, I hear a toilet flush, and I look up, and above me, there is a gigantic rectum, and it's turning, and all of a sudden, I'm sitting on the toilet. And I look out of the window, down to the street, and some strange things are happening there. Naked people rubbing themselves with orange marmalade. And on their heads, they had pointed hats with little tassels. And all of a sudden, I feel a wet finger in my ear. That's my mommy. And I ask mommy, why are you not wearing any clothes? We're not at the nudist beach. And all of a sudden, we are at the nudist beach. And the naked mummy is still in front of me. And I hold my hands before my eyes. And the hands are transparent. And I can see my mummy still. And mummy suddenly transforms into a gigantic bowl of fish soup. And
And on the fish soup, there are rings. And from behind, there is a noise. It goes wumpf, wumpf, wumpf. And on the soup bowl, there are rings like in the movie Jurassic Park. And I turn around to see a Tyrannosaurus Rex creeping up on me. My only escape is through the fish soup. In the great fear, I jump into the fish soup bowl and I wake up in my bed. It was all a dream. Then I discover the orange marmalade on the night table. And I figured this is still a dream. I am dreaming that I am dreaming. So it's like Inception, dream level 2. Because I'm so shocked, I fall out of bed and wake up as a gigantic bug. Inception, dream level 3. I crawl to the door and fall all over my many legs. And I wake up here.